Wahoo, Brett vom Kopf, Firefox ist wieder da. Und warum ich diesmal ein Brett vom Kopf habe, ist, dass ich letzte Folge um circa eine Minute oder so schneiden musste, in der ich kurz eine Sache zu der Active Armor, Active Form, die ich gerade anhabe, demonstriert habe. Da hätten wir mal den Rolling Slash Dash, oder wie man das nennen möchte, und den Rolling Attack in der Luft. Allerdings werden die beiden in der nächsten Mission nicht zum Tragen kommen, auch wenn ich die Form anhalten werde. Die nächste Mission werde ich ausschließlich mit dem Chainwort und dem Bastard absolvieren. Denn es gibt noch etwas, was ich mit den beiden erreichen muss, und das wäre ein Level-Up, damit die beiden wirklich mal Sinn ergeben und ich sie auch aufladen kann. Das ist gerade beim Bastard momentan wichtiger, auch wenn ich den Chainwort in dieser Mission öfter verwenden werde. Die Mission geht gegen diese Viper, Cobra, was auch immer das sein soll, diese Schlange halt. Und in dieser Mission soll ich ein paar Kameraden retten, und zwar in irgendeinem Wald, und ich soll die Soldaten finden und mit dem Transserver, den ich zufällig in meiner Brust trage, zurückteleportieren. Klingt doch ganz simpel. Das heißt, wir teleportieren uns so schnell es geht hin, auch wenn es gerade relativ lange dauert, muss ich sagen. Leute. Ja, Transfer, haut rein. Viel Glück. Werde ich wohl brauchen. Ernsthaft. Da haben wir schon den ersten gefunden. War ja nicht so schwer. Der Kommando hat uns rausgeschickt, um etwas, was ein Baby-Elf genannt wird, zu untersuchen. Aber wir sind Neo Arcadias Armee begegnet. Meine Kameraden sind immer noch irgendwo im Wald. Bitte rette sie, Sivo. Ja, die Ruinen hinter diesem Wald. Nimm den Transserver und rette diese Widerstandssoldaten. Klingt doch ganz simpel. Zumindest könnte man das meinen. Und wundert euch nicht, dass ich die Sache ein bisschen fixer angehen lasse. Au, oh, das war natürlich äußerst genial. Diese Blumen, man kann drunter her dashen, drüber her springen, wie man es will. Je nachdem, wie sie gerade stehen. Aber in jedem Fall sind sie lässig, denn zerstörbar sind sie nicht. Autsch. Und es wimmelt von Bienen. Jetzt spiele ich schon in einem Rollenspiel und in einem Actionspiel in einem Wald. Das hat irgendwie eine komische Verbindung, oder? Zumal beide Spiele der zweite Teil der Reihe sind. Ha. Diese lilanen Bienen übrigens sind explosiv und... Und der Chainwort ist prinzipiell dafür da, dass wir diesen Leuten ihren Schild wegziehen können. Äußerst hilfreich und wird gleich noch ein bisschen öfter demonstriert werden. Hätte ich gerade das Ding unten nicht mit Hilfe der lila Biene zersprengt. Was äußerst gut funktionieren kann. Und jetzt kommen diese Dinger zum Vorschein, die wir mit dem Chainwort äußerst praktisch zum über Löcher fliegen nutzen können. Das erste Loch kann man noch überdashen, das zweite ist schon ein bisschen schwieriger in dem Fall. Wenn es überhaupt sogar möglich wäre. Oh, das war knapp. Und hier, wie mache ich das am besten? Ich würde sagen, ich mache die Art, die ich davor ein bisschen die einfach mal fehlschlägt. Wenn man lang genug dran steht, kann man durchs Schild schlagen. Das lief gerade so schlecht wie überhaupt möglich. Jedenfalls, das könnte ich oben noch besser demonstrieren. Dann ist halt das Problem, dass man auch die Kante einberechnen muss, dass man nicht runterfällt. Ah, das lief vorhin echt besser. Ah, jetzt weiß ich auch, wo der Fehler gerade eben war. Ich habe nicht lang genug gedrückt gehalten. Wenn man nicht gedrückt hält, dann können die nichts mehr machen, während man sie festhält. Und dann schlage sie einen auch nicht mehr. Aber naja, das ist alles nebensächlich. Noch kommen wir ja vergleichsweise schnell durch. Das ist im Moment ein Hauptpunkt. Ich muss ein bisschen hastig sein, weil sonst reicht es von der Zeit nicht mehr ganz, um den Rang zu erreichen, den ich haben möchte. Und das ist der erste Miniboss, oder der Miniboss dieser Stage. Prinzipiell einfach nur das Auge zerschießen, zerschlagen. Nämlich auf diesem Ding da vorne kann man stehen, wenn man möchte. Vielleicht komme ich da nochmal lebendig hin. Oh. Ja, da kann man halt auch stehen und das kann man dann nutzen, um den Saber zu benutzen gegen das Auge. Wenn man unbedingt möchte, ich bevorzuge den Bastard, weil ich den Saber gerade eh nicht drin habe. Mit dem Chainwort geht es auch einigermaßen und das, was ich da gerade tue, falls sich jemand fragen sollte. Wie gesagt, ich will in jeder Stage eine Form aktivieren und in dieser Stage hat das was mit diesen Klötzen oder allgemein mit dem Chainwort zu tun. Ich kann noch ein paar von denen ins Loch ziehen, da sind die recht schön platziert worden für. Und auch Feinde werden von diesen Death Spikes betroffen. Ich denke, das reicht soweit. Oh, ich bin immer genial. Das Ziel dieser Form ist es nämlich, in einer Mission 30 Objekte oder mehr mit dem Chainwort zu greifen und anzuziehen. Kommst mal da hoch. Und ich denke mal, die Zahl haben wir inzwischen voll oder fast voll. Es kommen noch ein paar Objekte.
Das sind, das, und die ganzen Soldaten, die wir haben, müssen halt alle finden. Wir können auch einfach alle ignorieren, aber das gibt halt eben Minuspunkte bei der Missions, beim Missionserfolg. Von daher hole ich mir da lieber alle. Und hier links ist, glaube ich, keiner von denen. Das heißt, wir können direkt hier oben weiter. Hier ist der nächste und der Boden oben, man sieht schon, ist mit Instant Death Spikes gespickt und er kommt öfter mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ein Leben, welches ich im Leben nicht brauchen werde. Und das Ding steht nicht ohne Grund da, denn dann kommen wir hier runter. Ich denke auch, dass es ohne funktioniert. Aber warum auch nicht? Damit kommen wir zur Boss-Tür. Und ich habe ja meinen Shamrod eben auf Stufe 2 bekommen. Und das heißt, ich kann beide Waffen aufchargen. Das macht den Boss einigermaßen erträglich. Mit dem Saber ist eine Lachnummer, von daher mache ich es lieber auf diese Art und Weise. Gib es zurück. Und dein Leben soll verschont werden. Ja. Ich kann es gerade nicht besser. Worauf wartest du? Lauf! Das ist ein verbotenes Gebiet. Eben selbst sogar für Neo Arcadians. Du wirst niemals lebendig davonkommen. Hyglet Oroboklo, oder wie der heißt. Er baut sich prinzipiell in zwei Phasen auf. Die erste Phase ist das, was wir hier gerade sehen. Das ist noch relativ erträglich. Und ja, man kann mit dem Buster und dem Shamrod gecharged eine Combo aufbauen. Das ist die zweite Phase, die er beginnt. Erstmal wird er jetzt mit diesen Lasern so ein Zeugs machen. Dann macht er diesen... Wie hießen die Dinger nochmal? Splinky oder so. Ruft er einen, der dann die Schlange runter springt. Das ist dann der nächste Teil dieser Phase. Und dann schraubt er die Schlange irgendwie wieder zusammen. Und dann geht's wieder in die erste Phase. Also das lässt sich relativ gut abteilen und so einfach funktioniert das dann, wenn man es ein bisschen raus hat. Also hat schon ein paar Versuche gebraucht, bis ich das dann mit dem Shamrod geschafft habe. Aber mit dem Saber kommt man kaum in die zweite Phase, wenn man es richtig anstellt. Von daher dachte ich mir, machen wir es lieber so. Nein, wenn nur dieser Baby-Elf nicht gestohlen worden wäre. Ich hätte diesen namenlosen Soldaten einfach zerstören können. So viel zu dir, Hyglek Oroboklo. 100% Missionsabschluss. Ich habe 13 Sekunden zu lang gebraucht. 4 Minuten ist so die Obergrenze. Da fehlt mir tatsächlich noch Feinde. Ich kann es kaum glauben. Schaden ist... hätte auch besser sein können, aber 90 Punkte ist ein guter Schnitt, auch wenn ich 95 gerne gehabt hätte. Den Lasershot haben wir und es hat auch mit der Form funktioniert, alles klar. Eine neue Form ist erwacht, die Powerform wurde verfügbar gemacht. So, eine weitere Sequenz mit der Auge im Hintergrund. Hex? Tatsächlich, ne? Es ist ziemlich lange her, Sivo. Hex? Ich kann nicht länger ruhen. Beide Babyelfen sind erwacht. Die Babyelfen sind immer noch Kinder. Sie rufen nach ihrer Mutter, während sie von der Einsamkeit zittern. Worauf willst du hinaus, Ex? Die Babyelfen werden alles tun, um wieder mit ihrer Mutter vereint zu werden. Irgendwas mit den menschlichen Gedanken und Chaos werden sie bringen. Alles, was sie brauchen, um ihre Mutter, den dunklen Elfen, zu finden. Der dunkle Elf, den ich versiegelte. Warte, Ex! Der dunkle Elf. Gute Frage, nicht wahr? Mission abgeschlossen. Transfer in... Ja, in Verarbeitung. 3, 2, 1. Aus der Reihen. Transfer abgeschlossen, so viel dazu. Gute Arbeit, Sio. Du warst wieder mal sehr hilfreich. Durch deine äußerst wertvolle Kooperation konnten wir einen weiteren Babyelfen erlangen. Nun haben wir beide Babyelfen, die Neo Arcadia in ihrem Zeugs gefangen gehalten hat. Wieder einmal würde ich dir für deinen Support danken.
Eine Minute haben wir noch, das heißt, ich könnte mal schnell kurz zeigen, was es mit der neuen Form auf sich hat. Im Gegensatz zu anderen Formen sind wir nicht mehr so schnell und man sieht auch, wir haben keine Combo mehr drauf, aber wir haben einen Overhead Slash, also den dritten Teil ist normal, der normalen Combo. Und wie man auch noch sehen kann, Power ist auf 4 im Vergleich zu den anderen beiden von 2. Sonst irgendwas zu sagen? Nee, das ist eigentlich alles, was es hierzu zu sagen gibt. Und der neue Ex-Skill, den wir erhalten haben, ist auch wieder ein Buster-Skill. Ich kann immer noch kein Ex-Skill zeigen, weil ich immer ein Buster noch nicht aufladen kann. Jedenfalls, das ist ein Buster-Shot, der Feinde durchdringen kann. Und damit würde ich sagen, das war Mega Man 7.2 für heute. Brett von Kopf Firefox verabschiedet sich. Man sieht sich dann morgen in der nächsten Mission. Und warum gehe ich zu dem Typen hier ins Zimmer? Vollkommen falsch. Jedenfalls bis zum nächsten Mal.